Ja. Ich weiß, ihr habt mir das wahrscheinlich schon gedacht, als ihr es gerade gesehen habt, gedreht. Ich bin total umständlich um den Zaun, um festzustellen, dass ich dann als Alter ganz einfach durch den Zaun gehen kann. So. Ich werde jetzt die meisten Steine jetzt einfach weiter benutzen. Weil, wie gesagt, mit dem Holz wisst ihr ja, das muss ich alles irgendwann mal wieder ausbessern. So. Was ist eigentlich das da? Das habe ich schon gerade mal gesehen, wo wir das mal angucken. Was ist das? Okay. Interessiert mich mal, was hier alles ist. Okay. Okay, ach, das ist nur ein Weg zu einer Abkürzung. Und hier kommen wir dann halt wieder hinten in unser Werkzeugladen, Werkzeugecke raus. Das ist ja mies. Okay. Abschmeißen. Ach du große Kacke, das muss ich alles umrunden. Okay, was gut, dass ich mich für die Steine entschieden habe. Für Holz müsste ich dann umso mehr wieder ausbessern. Und auch wieder hacken. Okay, jetzt kriegen wir erstmal genug Holz wieder, weil wir müssen wahrscheinlich, oder können wahrscheinlich nichts mehr ausarbeiten. Mehr. Okay, bis da hinten, wo das Unkraut ist. Ja, bis circa der Stein aufhört, brauche ich Steine. Ja, da kann ich auch bis dahin noch mein Grasfeld erweitern oder halt einfach weiter normales Saat in Pflanzen. Wie ihr nämlich seht, habe ich jetzt ein ganz großes Feld jetzt wie extra zugelegt oder extra angebaut oder vor es anzubauen. So, jetzt werde ich die Steine von die Sachen von oben nach unten tragen. Die Steine und so weiter werde ich erstmal da lassen. Ich habe das Gefühl, der hält nicht mehr lange aus. Aber ich glaube, da oben an der Seite wird das auch wieder ein bisschen kritisch. Ich muss auch Steine mitnehmen für die Seite und dann da. Ach, das ist ja jede Menge Unkraut. Ich komme nicht mal bis zur Ecke. Oh Gott. Und da ist schon wieder so ein Brunnen.
Also wenn jemand das mit der Gießkanne anscheinend nicht machen wollte oder haben wollte, er hat einen ewigen Weg gehabt dann. Ich hoffe, die Steine reichen bis zum Ende. Also auch jetzt, wenn ich das komplette Feld außenrum mit Stein zumache. Und das sieht mittlerweile auch schon recht viel aus, was man da zumachen muss. Die lasse ich jetzt auch mal so da oben stehen. Es ist auch nicht schlimm, wenn ich mal ein bisschen zu viele Steine hier ansammle. Wie gesagt, später brauche ich die eh alle für den kompletten Rand. Und desto mehr ich schon vorher sammle, desto einfacher wird es dann. So, den pflanze ich erstmal hier hin. So. So, ich guck mal, ob ich das gleich wegmachen kann noch. Ja, das geht noch. Jetzt bauen wir hier das zu. Okay, das heißt, das Feld haben wir schon mal wenigstens abgeschlossen. Machen wir auch ein bisschen Unkraut weg. Das ist auch eine langweilige Arbeit, aber die muss gemacht werden. So, hier haben wir es zu. Und das Unkraut hat ja hinten tut ja hinten wachsen wie nix. So. Die Steine, die zu viel sind, die stelle ich erstmal. Noch so ein Baum, vielleicht springt auch, geht auch noch mal irgendwo speziell hin. Ja, das habe ich auch festgestellt. Okay, da kommen wir aber anscheinend auch nicht mehr hin. Das heißt dann da rein, da raus. Ja.
gut, so weit bin ich noch nicht. Den Durchgang brauche ich eh erstmal nicht. Oder die benutze ich eh nie. Weil ich glaube, da bin ich echt schon mit dem Pferd schneller. Steine kaputt. Oh, hat gerade so gepasst. Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt mal schlafen legen. Ja, das haben wir uns ordentlich verdient. Morgen regnet es. Das heißt, wir können ja eh nicht so viel draußen in den Feldern machen. Und das sollten wir halt nicht so viel machen. Okay, morgen geht es auch noch. Was sagt das Geld? Oh, ich könnte mir eh noch kein neues Saat leisten. Was sagen die Rüben? Okay, die wachsen noch. So, das heißt, ich wechsle wieder um auf Werkzeug. Wenn ich mal wieder gießen muss. Super, jetzt haben wir 4 erwachsene Hühner. 3. So, Emma ist noch schwanger. Kuh ist getauscht worden. Und die Hühner sind ja auch wieder mehr und müssen nicht hungern. Au. So langsam geht die Sticks auch wieder weg. Vielleicht hätte ich eine Saison lang halt aufhören sollen, generell was zu züchten, sondern nur einen Huhn oder so halten. Und die 2 Kühe, die ich habe. Und das war's dann auch erstmal. So, jetzt geht's auch wieder in die Heiaschen. Bei Regen können wir genauso wenig viel machen wie am Wochenende, wenn wir nur die Tiere haben. Wow. Okay, unser Haus ist fertig erweitert. Ah, okay, da ist das Kinderbett, da ist das Bett der... also das eine ist mein Bett, das andere ist das Bett der Ehefrau. Hier ist der Fernseher. Okay, morgen wird es wieder sonnig und warm. Hier ist unser Kamin. Okay, da ist alles in bester Ordnung. Der Hauptschalter steht auf aus. Okay. Was auch immer das heißen mag, dass der Hauptschalter auf aus steht. Okay, da können wir ja mal versuchen, dass wir die vielleicht dieses Wochenende halt die Kohle zusammenkriegen. Ne, glaube ich nicht. Ja, das finde ich auch. Nein, jetzt bin ich wieder reingegangen. Egal, jetzt gehe ich schon wieder raus. Was ist das denn? Okay, das kann man nicht nutzen, egal was es ist. Ah, okay, die Ernte ist fertig. Gut, dann heißt das vielleicht, können wir doch das uns leisten. Muss man halt nur gucken, dass das Pferd nie abhaut.
weil wir haben überhaupt keine Saat mehr auch zum Anpflanzen. Das müssen wir auch noch erledigen. Sehr gut, dass das Pferd da genau da stehen geblieben ist. Also es läuft anscheinend auch ein bisschen mit für die Ernte. Und wenn es wirklich dann klappen sollte, jetzt gibt es Mittagessen. Da bin ich mal gespannt, wie viel das Geld, wie viel das geht mit dem ganzen. Also wenn ich mein Feld jetzt noch erweitert habe, wie viel das dann bringt. So, danke Pferd. Und jetzt reiten wir in die Nacht hinein. So alte Westernmusik noch im Hintergrund. So, 14 Tage noch, bis die Kuh geboren wird. So. Ich muss mir auch noch einen Namen für die neue Kuh überlegen. Ja, das war dann auch blöd, weil das eine Kuh oder hätte einfach gereicht. Auf jeden Fall scheine ich heute mal ein gutes Geldtag zu haben. Ist Samstag, ja, das kann ich nicht. Nichts machen hier, großartig. Ich kann auch keine Hühner verkaufen, um zu gucken, ob ich schneller ein bisschen mehr Geld komme. So, jetzt lege ich mich in mein Bett. Das ist jetzt Ungewohnheit, weil das Bett jetzt hier hinten irgendwo ist. Perfekt. Wieder Futter. Wetterbericht. Okay. Ja, wir haben auch keine Saat, das heißt, wir müssen auch erstmal nichts anpflanzen. Wir könnten heute halt den Tag auch viel mit verbringen, dass wir hier unser Feld ausbauen. Ah, okay, das Gras ist schon grün. Sehr gut. Ich tue jetzt nur die Hühnereier jetzt mal da reinschmeißen. Füttern tue ich noch als allerletztes. Ich will jetzt erstmal zu dem Händler, um zu gucken, ob ich diese Blume kriege, die man benötigt, um zu heiraten. Weil die würde ich dann kaufen. Das heißt, ich mache erstmal das Notwendigste, was hier gemacht werden muss wegen dem Geld. Ich bin mal gespannt, wie viel Kohle habe ich denn eigentlich? 2400, okay. Ob das reicht? So genau, das da benötige ich. Okay. Also ich habe sie gekauft, sehr gut. Jetzt gehe ich auch mal in die Kirche. Vielleicht klappt das mal, dass wir endlich heiraten. Okay, ich sehe gerade Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal, es bleibt spannend.